wenn man, wie ich zum Beispiel, gerade eine kleine Erkältung hinter sich hat, man sich irgendwie auch aufputscht. Man nimmt alles, was einem in der Apotheke irgendwie greifbar vorkommt. Ich bin ehrlich, morgens brauche ich meinen Kaffee, um aufzuwachen und in die Gänge zu kommen. Mittags brauche ich ihn, um mich wach zu halten, um die gute Leistung in der Arbeit zu bringen. Und abends brauche ich vielleicht ab und zu einen Rotwein, um wieder runterzukommen. Was sagst du dazu? Drogenkonsum im Alltag? Es ist natürlich schon so, dass wir als Lohnsklaven der modernen Arbeitsteilung dauernd unter Druck sind. Also es ist natürlich auch so, dass wenn man, wie ich zum Beispiel, gerade eine kleine Erkältung hinter sich hat, man sich irgendwie auch aufputscht. Man nimmt alles, was einem in der Apotheke irgendwie greifbar vorkommt, um doch irgendwie arbeiten zu können. So, das hat natürlich einfach, ist Teil unserer Gewohnheiten in einer ziemlich radikalen und schnellen Leistungsgesellschaft. Das ist völlig klar. Man muss sich nur fragen, ob wir nicht irgendwie ein größeres Bewusstsein dafür haben sollten, wie viel Kaffee wir trinken, warum wir den Kaffee trinken, ob wir den überhaupt noch genießen. Ja, also wenn es soweit kommt, dass man Kaffee trinkt, der einem im Grunde genommen überhaupt nicht mehr schmeckt, nur dass man überhaupt noch durch seinen eigenen Arbeitsalltag kommt, oder man scheußlichen Wein abends trinkt, damit man überhaupt noch schlafen kann, dann sieht man klarerweise, dass man es zu weit getrieben hat. Naja gut, aber wie gesagt, ich muss meine Leistung bringen, der Kunde wartet, ich muss meine Dinge abliefern, egal was hilft, ich brauch's halt. Aus dem Grund ist natürlich völlig klar, dass wir immer die rechtlichen Rahmenbedingungen verändern müssen. Also wenn die Leistungsgesellschaft dazu führt, dass wir ein nervöses Leben führen, wie man das klassischerweise genannt hat, also ein Leben, das nur noch aufrechterhalten werden kann durch Aufputschmittel, die wir auch gar nicht mehr als Genussmittel überhaupt noch verbuchen können, dann müssen wir die rechtlichen Rahmenbedingungen ändern, weil wir dann zu viel arbeiten. Und wenn wir in einem Betrieb arbeiten, der das von uns abnötigt, haben wir hier ein rechtliches Problem. Und was sagst du dann zu dem Arzt, der dann zu verschiedenen Hilfsmitteln greift, ich sage jetzt nicht Drogen, um sich wach zu halten und um da zu sein für die Menschen, die in Not sind? Ein Arzt müsste ja gar nicht dauernd zu Aufputschmitteln greifen, wenn er, sagen wir mal, eine 4- oder 6-Stunden-Schicht hätte, von der er sagen kann, da reicht mir mein Kaffee und mein normales Wachsein oder meine Übungen in der wochenlangen Nachtschicht. Da braucht man einfach mehr psychologische und soziologische Untersuchungen, um herauszufinden, was die besten Arbeitszeiten für Ärzte sind, die dafür sorgen, dass sie keine Aufputschmittel brauchen. Niemand sollte einen so wichtigen Beruf ausüben müssen und gleichzeitig irgendwie darauf angewiesen sein, bestimmte Aufputschmittel zu nehmen, um überhaupt noch seiner Verantwortung gerecht zu werden. Das ist dann ein gesellschaftliches Problem.